Ja, es ist kaum zu glauben, doch nachdem Netflix bereits vor einer Woche Roccos modernes Leben nach über 20-jähriger Abstinenz reanimiert hat, feiert nun auch die Nickelodeon-Kultserie Invader Zim ihr Comeback. Und zwar ebenfalls in Form eines Spielfilms. Welchen abgedrehten Plan der größenwahnsinnige Außerirdische jetzt wieder verfolgt, das verraten wir euch gleich nach dem Trailer. Zim! Ja, ich bin es! Oh, Augenblick, nichts für ungut, aber du musst dir schleunigst verduften, Stinkmorchel. Ich werf mich dramatisch in Pose, falls Dip aufkreuzt. Ich bin Dip. Was? Ich habe dich bereits erwartet, Dip! Eroberer Zim, ein böser, außerirdischer Soldat, getarnt als einer von uns, der von seinen diabolischen Meistern geschickt wurde, um die Erde zu infiltrieren. Mein Name ist Dip Membrane. Und ich bin das Einzige, was zwischen Zim und der Vernichtung unserer Welt steht. Hey. Oh Mann, Dip, doch nicht den Mantel. Er lässt mich geheimnisvoll aussehen. Und nun Trick beiseite. Ich muss einen Zim aufhalten. Und dann werde ich mich in diesen Pizzas herumwälzen. Und das ist die Geschichte darüber, wie aus mir eine gigantische Pizza wurde. Na, das sieht doch vielversprechend aus. Bevor wir nun aber zur Handlung von Invader Zim Enter the Floppus vorstoßen, gibt es für alle Unwissenden noch einmal eine kurze Nachhilfe. In der damaligen Zeichentrickserie von Nickelodeon geht es um den außerirdischen Namen Zim. Er wurde von seinem eigenen Planeten verstoßen, da er dort mehrere Missionen im Alleingang vermasselt hat und alle nur noch genervt von ihm sind. Auf der Erde angekommen, tarnt er dann sein Raumschiff als Haus, sich als Mensch und seinen Roboter als Hund. Nur der Schüler Dip Membrane glaubt, dass mit ihm etwas nicht stimmt und versucht Zim immer wieder aufs Neue zu enttarnen. Der Film setzt nun während der zweiten Phase von Zims bösen Plan ein, die Welt zu erobern. Dabei stellt sich ihm allerdings erneut sein größter Erzfeind Dip Membrane entgegen. Und dieser hat sich mehr denn je vorgenommen, den außerirdischen Infiltrator ein für alle Mal zu demaskieren. Ja, also eigentlich alles wie gehabt. Und im Gegensatz zum Revival von Roccos modernes Leben hat Netflix diesmal tatsächlich sogar die gleichen Synchronsprecher wie damals reaktiviert. Und auch der Humor der Autoren sowie der Zeichenstil haben sich im Vergleich zur Serie kaum verändert. Und so fühlt sich der Film für uns zumindest wie eine nostalgische Zeitreise in die frühen Nullerjahre an, und das ist dann tatsächlich auch das größte Kompliment, was man diesem Film machen kann. Geht es euch da genauso und hat euch das Reisefieber gepackt, oder lasst ihr Zim eher in euren Erinnerungen verstauben? Schreibt uns doch mal unten in die Kommentare, wie euch der Film gefallen hat und ob ihr die Serie bereits von früher kanntet. Wir wünschen euch noch ein entspanntes Restwochenende, möge der Stream mit euch sein, bis bald.